Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Unsere Basis ist unter Attacke der Aliens geraten. Dank der freundlichen Struktur unserer Basis haben wir den Angriff der Aliens auf diesen Bereich hier reduziert. Das Problem ist nur, dass ich hier sehe, dass wir trotzdem verlieren. Das Problem ist nämlich, sie haben so Mind-Control-Zeug und dieses Mind-Control ist deswegen so unangenehm, weil dadurch unsere Leute auf uns schießen oder zumindest in Panik geraten und stehen bleiben. Jetzt bin ich natürlich dazu übergegangen, doch nochmal in die Richtung vorzurennen, quer durch den Rauch der Explosionen. Wir haben bereits unseren Raketenwerfer-Typen verloren, der sich selbst in die Luft gejagt hat. Quasi ein Sprengstoffattentat. Er hat Gott sei Dank niemand anderen mitgerissen von uns. Aber gut, soll sein. Warum eigentlich bist du... Ah, du bist eh verwundet. Warte mal. Und du hast kein Dings, ist eh klar. Hast du ein Medkit? Nein, natürlich nicht. Hast du ein Medkit? Jo, du hast eins. Perfekt. Wenn ich da jetzt drüber gehen würde, rein theoretisch, würde ich wahrscheinlich sterben. Ja, ja. Snapshot, vergiss den Snapshot. Du gehst daher. Ins Medkit. Heal. Passt. Aber durch das, dass der jetzt da heraus ist, könnte da jemand weitergehen. Du nicht, du nicht. Du schon. Du auch. Du hast dann bessere Teilmunition. Passt. Wenn du dann nämlich davor gehst, kannst du da in der Zwischenzeit reingehen. Und bist sicher oder sicherer. Wirklich sicher sind wir hier nicht. Nirgends. Vielleicht sollte es da hingehen. Gut, jetzt machen wir Schluss mit dem Zug. Oh, viele Aliens, viele Aliens, viel Mind Control. Gar nicht gut. Es hat scheinbar niemand unter. Sie haben scheinbar niemanden unter ihre Kontrolle gebracht. Ja, oder es kommt erst nachdem das Spiel gespeichert wurde. Ja, wir haben einen Panicked, aber sonst nichts. So ein May has panicked. Na gut. Es soll nichts Schlimmeres passieren. Wenn wir da jetzt drauf schießen und nicht treffen, bringt uns dann um. Wahrscheinlich. Dann schießen wir mit ihr. Sie ist nicht so wichtig. Sie hat überlebt. Geh in Deckung. Du geh auch in Deckung. So. Wir holen uns Leute nach. Ah, verdammt, das sollten wir so machen. So, nein. Du, Francisco Navarro, oder du, Yasuki Abe, du natürlich. Yasuki Abe. Yasuaki Abe. Dann gehst du mal da rein und wartest, ob noch was passiert. Maria, wart's schon. Du bist wieder unter eigener Kontrolle.
Fahren, Witz. Gehen wir mal daher mit dir. Wir rücken nach. Da hinten ist eh keiner mehr. Das daher. Ja, ja, wurscht. Gut, wir bleiben so stehen. Sabine Meyer. Na gut. Aliens sind wieder am Zug. Da drüben sind noch viele Aliens. Na geh, hört sie auf, meine Aliens zu beeinflussen? Meine Typen zu beeinflussen? Na okay, es panikt, ist nicht so schlimm. Oh ja, es ist schlimm. Könntest du bitte aufhören, alles wegzuwerfen und einfach rumzurennen? Ach Gott. So ein Meh, warum? Warum? Naja gut, andererseits. So, Maria Watz, du bist verzichtbar. Du gehst vor. Wow! Vier Aliens. Eins, zwei, drei, vier. Bist du wahnsinnig. Schieß mir mal auf die Kleinen. Wie schon gesagt, du bist verzichtbar. Aber das Alien ist sowieso unfähig und trifft dich genauso wenig wie... Oh. Es hat dir in den Rücken geschossen? Echt? Wie fies ist denn das? Böses Alien. Treffergenauigkeit von toten Kühen. Der kann noch einmal schießen? Bist du wahnsinnig, aber er hat nichts getroffen, genauso wenig wie wir. Sehr gut. So, Mila Milettin. Oh wow, triffst du das? Sehr gut. Okay. Wir haben nichts getroffen. Was ist mit dir? Naja, aber wenn du auf das schießt, das ist so ziemlich sinnlos. Auf den können wir auch schießen. Getroffen ist auch daneben. Na gut, soll sein. Du kannst ja nächste Runde dann davor gehen. Ich glaube, jetzt haben alle da drinnen geschossen, oder?
Ja. Und Zetschgenröste, ich weiß, dass da ein Alien ist. Und ich weiß auch, dass es schön wäre, dieses Alien abzuschießen. Aber eigentlich will ich, dass du in bessere Position gehst, weil die sind eh so weit weg. Das ist quasi wurscht. So, du gehst einmal daher. Du. Na gut, du darfst jetzt drauf schießen. Mit etwas Glück. Okay, mit etwas Glück. Hahaha. Schau einfach in die Richtung. Daher und drückst also quasi nach. Du bist schon nachgerückt. Du rückst danach. Kannst du auch nachrücken? Nö. Doch kannst du, weil du bist mir jetzt da. Ich frage mich gerade, wie man mit den normalen Knarren das Ding machen sollen. So, du bist rein. Du bleibst hier stehen. Achso, warte mal, da ist noch ein Platz frei. Du gehst daher. Sinn. So. Ah, du bist der Verwundete. Du bleibst da. Achso, warte mal, du könntest dich auch noch bewegen. Echt gar nicht so dumm. Geh mal darauf. Ja, schieß mal halt auch noch auf das Ding. Was soll's? Es wäre irgendwie schön, wenn wir irgendeine Wirkung erzielen würden. Aber ich fürchte, das tun wir nicht mit dieser Waffe. Na gut. Soll sein, kann man nichts machen. So, das heißt, du gehst danach. Du warst schon. Du gehst darin. Alle dran gewesen. Na super. Und könntest du dich bitte beruhigen wieder, damit du deine Waffen aufnehmen kannst? Das Alien da hinten, glaube ich, macht das. So ein May has panicked. Ja, gut. Panicked ist jetzt nicht so schlimm. So, wer von euch ist denn der Unwichtigste? Du. Wobei, bist du wirklich der Unwichtigste? Naja, okay. Da ist ein Alien, da sind Sachen, da ist was und da ist noch ein Alien. Diese Aliens werden wir als erstes versuchen zu killen. Passt, erstes Alien tot. Wenn du jetzt daher gehst, dann können sie dich nicht schießen. Oh, doch, sie können dich sehen. Zumindest dieses Alien kann dich sehen. Wow. Das war jetzt ein. Ah, wir können es nicht treffen. Mist. Das war schlecht. Das war schlecht. Du bist tot. Jim. Okay. Du hast auf jeden Fall eine Knarre, mit der es sinnvoller ist, auf kleine Aliens zu schießen. Vielleicht könntest du auf den da um die Ecke schießen. Gut, das wollten wir. Und jetzt geh bitte wieder nach weg. Danke.
Ja, dann bist du wieder in Deckung nächste Runde. Puh. So, du, meine Liebe. Auf wen schießt du? Auf dieses Alien vielleicht? Wow, wir sind so super. Wir sind ja so spitze. Du kannst auf den da auch noch schießen. Oh. Wir haben, glaube ich, Treibstofffässer getroffen. Auch nicht schlecht. Gut, Karin, du bist da. Ja, dann bist du nämlich nicht im Weg, wenn die anderen schießen. Nö, noch nicht du. Zuerst machen wir mal die Typen da vorne. Ja, du hast aber nur so eine Knarre, das gefällt mir nicht. Ich fürchte, du wirst da wenig Schaden anrichten bei dem. Immerhin kannst du sterben. Auch nicht schlecht. Mist. Das ist gar nicht gut. Wow. Könntest du aufhören, auf uns zu schießen? Du elendes Alien. Wir wollen dich töten, nicht du uns. Das hat in etwa so viel Effekt, als würde ich mit irgendwelchen U-Hackern auf ihn schießen. Hm. Ja, vielleicht du. Und mal so ein Snapshot. Ah, der war ziemlich weit daneben. Hey, wir haben zweimal getroffen, aber ich habe keinen Schaden verursacht. Ah, jetzt haben wir nicht mehr getroffen. Tja, was soll ich sagen? Miller, das war schlecht. Du bist da hier. Und tust so, als wärst du nicht da. Hast du schon geschossen auf diese Dinger? Ich bin mir sicher, dass wir auch auf den schießen können. Es hat aber nichts gebraucht. So, du gehst mal daher. Schade eigentlich. Auch nicht getroffen. Neun Stück weiter vor. Du bleibst da stehen. Gut, du bist leider bedient. Da rein jetzt eine Rakete werfen, das würde meine gesamte Verteidigung zerstören. Hm, ob sie so klug sind, die Aliens? Wahrscheinlich, ich hoffe es zumindest nicht.
Oh, du hast ja noch gar nicht geschossen. So, zunächst einmal schauen wir mal. Das ist ein Korps. Das heißt, wir können da eh nichts mehr tun. Na, immerhin. Noch ein kaputtes Ding. So. Okay. Tja. Ah, eines von diesen komischen Discs ist noch da. Viel werde ich dann nicht aufsammeln können, fürchte ich fast. Da wird nur zerstört worden sein am Ende. Gut, du gehst da rauf. Tust so, als wärst du nicht da. Du bist auch fertig. Nächste Runde. Wieso bewegt sich da noch immer was? Gut, auf was kannst du schießen? Auf dieses Ding hier. Vielleicht sollten wir eher. Na okay, du nicht. Handgranaten werfen. Vielleicht ein bisschen mehr. Wow. Das ist aber ein Schuss. Bist du wahnsinnig? Schieß mal noch einmal. Immerhin schießt es schlecht. Geh wieder weg. Okay. Hast du eine Handgranate dabei? Du hast eine Handgranate. Kannst du die werfen? In einem Zug. So, 31,46 brauchen wir dafür, das haben wir genau. Unable to throw there? Warum? Ah! Warum kannst du da nicht hinschießen? Ich will nicht, dass du da explodierst. Freund und Zwetschgenröster. Wo kannst du denn hin? Ach, da kannst du hinwerfen? Echt? Nur so weit? Das ist traurig. Na okay, wir müssen nur Acht geben, dass wir dann nicht dort vorne stehen. Okay. Geh wieder weg. Ah, falsche Richtung schaust du, Würstel. Schießen noch einmal. Was ist jetzt meine Line of Fire? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Line of Fire habe. So, geh wieder weg. Ja, eine gute Frage, die du da stellst. Ich fürchte, das überlebt ziemlich viel. Meine Waffen sind einfach nicht ausgerüstet, um dieses Ding zu killen. Aber Karin Ottensen hat eine Laserknarre. Und damit wiederum zumindest ein bisschen mehr Schaden. Viel Schaden, dass es tot ist. Allerdings, Karin kann nicht mehr zurück nach Rhein. Ah, doch kann sie. Gott sei Dank. Das heißt, diese Granate, die da steht, wird uns wahrscheinlich eher nicht treffen. Gut. Gut. So, ich würde fast sagen, ich mache jetzt dann nach dieser Runde wieder Schluss. Jetzt gehen wir nochmal alle durch. Zurzeit sehen wir da ja niemanden von den Aliens. Das heißt,
Wir werden da jetzt eine. Achso, warte mal, da könnten wir mal schauen. Lebt das da unten noch oder ist das ein Korps? Das ist ein Korps, leider. Leider, 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 leider. Könntest vielleicht da reingehen. Ich glaube, da bist du geschützt vor der Granate. Ich hoffe es zumindest, dass du davor geschützt bist. Auf jeden Fall haben wir in dieser ersten Hangarhalle mal alles erledigt, was zu erledigen war. Okay, du gehst weiter vor. Auch weiter vor. Du kannst sowieso nichts mehr machen. Du gehst daher. Na bitte, meine Moral ist auch wieder gestiegen. Bei den ganzen Wapplern. Du gehst auch vor. Du gehst mal da rein. An Bord oder wie? Hey, Suen Mei, schau an, du bist nicht gepanikt. Sehr gut, das heißt, du kannst das ganze Zeug aufheben, was du da hattest, nämlich deine Pistole. Und dann auch noch nachkommen. So, gut, an dieser Stelle, Herrschaften, wie schon vorhin gesagt, werden wir wieder Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.